benutze ich habe ich zwei Themen. Zuerst, wie tote Punkte entstehen und danach praktisch, wie man diese toten Punkte, die Gründe, wie sie entstehen, wie man sie auflösen kann, wie man sie halt überwinden kann. Das ist so mein Plan für heute. Gut, im ersten Bild seht ihr sechs Punkte. Die Herkunftsangaben fehlen oder sind ungenau. Das ist eins der schwierigsten oder der meisten toten Punkte, dass die Leute nicht so richtig wissen, aus welchem Ort eigentlich die Vorfahren herkommen. Es kann aber auch so sein, in Punkt 2, dass die Herkunftsangaben bekannt sind, dass es Hinweise darüber gibt, über einen ganz speziellen Ort, aber dass die Person sich an diesem Ort tatsächlich nicht finden lässt. Das ist mir auch schon begegnet und das ist ein sehr hartnäckiger Punkt. Dann die Kirchenbücher sind vernichtet oder unvollständig. Das kommt natürlich häufig vor. Dann viertens fehlerhafte und ungenaue Angaben von Verwandten oder von Archiven. Ich habe es auch schon gehabt, dass ein Pastor mich mal im Pfarrarchiv auf eine falsche Linie geleitet hat oder dass Verwandte einfach so durch mündliche Überlieferung etwas einem mitteilen, wo Personen herkommen oder wer sie waren. Und das stellt sich dann später heraus, dass es nur zu 50% vielleicht stimmt. Dann fünftens Lesefehler in den Urkunden oder dass man das, was man gelesen hat, falsch deutet. Sechstens, Kleinigkeiten in Urkunden werden übersehen. Also, dass man bestimmte Hinweise nicht sieht. Also ein Fachmann sieht mehr in der Urkunde als jemand, der zum ersten Mal vielleicht Urkunden liest. Mit Urkunden meine ich jetzt Geburts-, Heirats- und Sterbeeinträge oder Passagierlisten oder ähnliches. Dann ist bei vielen Forschern, weil ich berate ja oft Anfänger in der Familiengeschichte oder auch Menschen, die einfach Hilfe brauchen, wie es weitergeht. Die meisten haben dann eine Mauer, weil sie nicht wissen, wo ist ihr Ort eingepfarrt oder zu welchem evangelischen oder katholischen Kirchspiel hat der Ort einmal gehört? Das muss ich wissen, ehe ich mich im Internet auf Suche von Kirchenbüchern mache. Dann Punkt 8, die Altersangaben sind falsch. Wenn jemand schon länger Genealogie macht, wie ich jetzt so an die 40 Jahre, dann sagt man eher, ist es schon fast die Regel, dass die Altersangaben nicht stimmen, und mehr eine Ausnahme, wenn sie exakt sind. Dann Punkt 9, die Familiennamen haben sich geändert. Das kommt tatsächlich auch vor. Dann Punkt 10, Ortsnamen haben sich geändert. Punkt 11, die Archive oder Pfarrämter beantworten keine Briefe. Und Punkt 12, es wird bei den unehelichen Kindern kein Vater notiert. Das kommt praktisch in jedem Stammbaum irgendwann mal vor, dass halt uneheliche Kinder dann vorhanden sind und dann gibt es Schwierigkeiten in der väterlichen Linie. Und schlimm ist das nur für diejenigen, wenn ihr eigener Vater oder der Großvater schon fehlt, dann hat man ja beim Großvater dann 25% seiner Vorfahren nicht im Bild. Dann der Punkt 13, Archive sind umgezogen oder Primärquellen wurden verlagert und Internetseiten verschwinden manchmal auch oder ziehen um. Punkt 14, ich weiß nicht, bei welchen Fachleuten ich Rat einholen kann. Also manche sind total hilflos und wissen nicht, dass es hunderte von genealogischen Vereinen auf der Welt gibt, die einen gut beraten könnten.
dann 15. Gerüchte dominieren, wie zum Beispiel alles ist verbrannt oder es ist alles sinnlos oder es geht nicht weiter. Das ist dann besonders, wenn Vorfahren aus den Ostgebieten kommen. 16. Es fehlt an Geld für Reisen, Gebühren, Bücher und Aufträge. Dafür gibt es auch Lösungen. Oder 17. Ich habe viele Unterlagen geerbt und kann sie nicht lesen, ordnen oder verstehen. Also ich habe es auch schon gehabt, dass mir manchmal Teilnehmer in meinem Kursus in Stapel, so einen Stapel mit Familiengeschichtsunterlagen gegeben haben. Und die mussten mir dann nur sagen, wie sie ihre Daten geben und die ihrer Eltern. Und wenn ich die dann durchgecheckt habe, konnte ich die dann einordnen. Oder der letzte Punkt, 18. Es fehlt mir an Zeit, um viele Daten einzugeben, Archive auszusuchen, zu entfernten Orten zu fahren und so weiter. Das ist ja bei jeder Geschichte, dass es mal an Geld und Zeit fehlen kann. So, die restliche Zeit wollte ich damit zubringen, dass wir die Punkte jetzt auflösen können. Gucken Sie sich einmal das an. Ich habe also einen Forschungsauftrag bekommen und habe das Geburtsdatum, das Heiratsdatum, das Sterbedatum und die Namen der Eltern und auch die Ahnenziffern, nämlich 4 für den Großvater väterlicherseits und 8 für seinen Vater und 9 für dessen Mutter, aber ohne die Orte. Und so eine Forschung ist im Grunde genommen fast unmöglich. Man müsste Zufall haben, dass man in der Datenbank was sieht, aber ohne die Orte geht es gar nicht. Also die Orte sind in der Forschung viel wichtiger am Anfang, wenn man weiterforschen will, als die Namen. Das verstehen viele Anfänger noch nicht so richtig. Wenn die jetzt mit Verwandten telefonieren und wollen über die Verwandten etwas herausfinden, dann schreiben Sie fein säuberlich die genauen Daten von Personen auf, aber Sie denken nicht daran, danach zu fragen, was war der Geburtsort, was war der Taufort, was war der Trau- oder Heiratsort oder was war der Beerdigungsort. Und diese Orte sind halt für die Forscher das Wichtigste. Also die erste Strategie, die ich dann anwenden muss, ist, dass ich zurück zum Tatort gehe und die letzte Urkunde genau untersuche. Also in dem Fall wäre das jetzt die Urkunde von den Kindern, die hier nicht drauf gelistet sind, von Ahn 2, von dem Vater, müsste ich eine Urkunde haben, um zu sehen, wo der wirklich herkommt und dann von dieser Urkunde dann aufbauend weiter zurückzugehen. Also eine Urkunde ist besser als 100 Gerüchte, sage ich immer. Und der zweite Punkt ist, dass ich dann, wenn ich eine Urkunde habe, zum Beispiel ich habe eine Taufurkunde oder einen Taufeintrag, dann kann ich gucken, wenn ich den Herkunftsort von weiteren Vorfahren nicht weiß, kann ich bei den Taufpaten oder bei den Trauzeugen schauen. Da habe ich schon öfters Erfolg gehabt, um nachher in der Linie weiter zu forschen. Dann Punkt 3.1.3, in den Urkunden der Kinder neue Angaben über die Eltern suchen. Das heißt, ich unterrichte eigentlich keine Ahnenforschung, sondern ich unterrichte immer Familienforschung. Das heißt, die Ahnen dienen mir nur als Gerüst oder als Überblick für die ganze Geschichte. Mich interessiert immer die ganze Familie meiner Vorfahren, wie viele Kinder sie hatten, wer die Kinder waren und will auch alles über die Kinder einer Familie wissen.
Und das ist nämlich sehr wichtig, weil bei jedem Kind und bei jeder Taufe oder jeder neuen Geburt von Kindern oder bei deren Heiratseinträgen erscheinen auch wieder die Eltern, also meine direkten Ahnen. Und dadurch erfahre ich Neues über die direkten Ahnen. Ich erfahre neue Berufe, ich erfahre neue Wohnorte oder ich erfahre einen neuen Zustand, ob sie schon verstorben sind oder Weiland waren, also verstorben, oder ob sie noch gelebt haben und wo sie gelebt haben. Also Familienforschung ist immer ein guter Punkt, um tote Punkte zu überwinden und gegenüber der einfachen Ahnenforschung. Dann Punkt 1.4, oder habe ich einen Tippfehler? Die Nachbarkirchspiele durchsuchen, wenn ich jetzt absolut keinen Hinweis habe. Bei manchen Taufpaten stehen ja die Orte auch nicht dabei und ich finde eine Person nicht an dem Ort, und ich weiß nicht, welchen Ort ich angehen soll, versuche ich herauszufinden, welche Kirchen sind in der Umgebung, und ich gehe dann systematisch dabei, die Nachbarkirchspiele zu durchsuchen, weil das am meisten Erfolg verspricht. Dann der nächste Punkt, ein historisches Ortslexikon nutzen. Das ist sehr wichtig, weil man beim historischen Ortslexikon zum Beispiel Meyers-Gatz, wo ich die Webseite da aufgeschrieben habe, da kann ich sehen, wie viele Orte gleichen Namens es im gesamten Deutschen Reich gegeben hat. Das Deutsche Reich ist ja ein Zusammenschluss von 25 Einzelstaaten, die 1871 dann zum Deutschen Reich zusammengekommen sind. Und ein Anfänger kann sich einfach nicht vorstellen, dass es ein Ort wie Neudorf oder Neuhof oder sowas, dass es den 30, 40 Mal gibt in Deutschland. Und dann noch Bremen gibt es, glaube ich, 8 Mal nur auf der Welt. Das ist schon wenig. Aber die meisten Orte gibt es doch ziemlich häufig. Und dadurch kann es auch zu Verwechslung kommen. Ich finde es immer sehr gut, wenn man uns Ahnenforscher mit Kriminalkommissars vergleicht, weil besonders die Lupe finde ich sehr gut in diesem Bild, weil wir praktisch, wenn wir zum Tatort zurückgehen, sprich zu den ersten Urkunden, die wir haben, müssen wir die genau nach Einzelheiten untersuchen, wie halt ein Kommissar. Wir müssen praktisch jede Zigarettenkippe, die da im Tatort ist, umdrehen. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich habe jetzt einen Kirchenbuchauszug. Der ist ein bisschen weit zurück, aber macht nichts. Von 1685. Das geht um die Familie Bach aus Evangelische Kirche Eisenach. Da sind 4 Abkürzungen versteckt. Wer kann die mal aufzählen, die 4 Abkürzungen, die ihr da drin findet? Ihr könnt jetzt mal suchen, ob sie die finden. Jetzt kommissarisch mal ran an die Arbeit. Wer hat eine Idee, da kann er sich einfach lautstellen und das sagen. Fangen wir mal bei der ersten an, dieses HL. Ja. Das L an sich, muss man sich generell merken, ist ein früheres Zeichen für eine generelle Abkürzung. Das hat nichts mit einem L zu tun. Sehr Und diese gut. Abkürzung, also das findet man generell am Ende, meist sogar mit einem Doppelpunkt, der früher üblich war für Abkürzung. In diesem Fall heißt es einfach Herr. Ja, super. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es halt total verführerisch ist, da ein L draus zu lesen, ne? Also dieses L heißt einfach Rest des Wortes. Ganz richtig. Und darüber ist noch Dito, das kennen wir ja auch heute noch. Dito, und dann steht da getauft. Also Dito heißt so viel wie ja derselbe am selben Tag und im selben Monat. Man müsste dann das ganze Kirchenbuch haben und müsste oben gucken, welcher Tag und Monat das war.
Aber es gibt jetzt noch zwei weitere Abkürzungen in dem Text. Ich kann es dir mal langsam vorlesen. Also Herr Johann Ambrosius, Ambrosio Bachen mit Doppel-A, Komma, Hausmann. Das ist so viel. Bei uns im Norden ist das wie so ein Großbauer. Aber ich weiß nicht, was es das in Erfurt bedeutet. Ein Sohn. Dann kommt G. Was ist jetzt G? Heißt das? Wer hat eine Idee? Ich würde sagen, das heißt genannt. Ja, es könnte. Jetzt könnte es genannt oder Gevatter. Jetzt könnte es logischerweise könnte jetzt genannt kommen, weil da von dem Sohn die Rede ist. Aber wenn man jetzt weiterliest, dann steht da ja Sebastian und dann kommt das Wort, das kann man nicht so gut lesen. Der erste Buchstabe ist ein N, weil von Bachen, von dem H ist die Unterschlaufe, hakt da so rein. Also da steht Nagel und dann steht der Hausmann und der Sohn, der da geboren ist, Hausmann zu Gotha, der kann natürlich nicht der Hausmann zu Gotha sein. Also kann das nicht genannt sein, sondern in dem Fall muss es Gevattern sein. Also so viel wie die Abkürzung oder der Ausdruck für Taufpaten oder Taufzeugen. Und dann ein Komma und Johann Georg Kochen, das ist dann Abkürzung wieder FL, würde ich sagen, also Abkürzung F einfach, das lässt viel, viel, das L ist ja wie der Rest des Wortes, das lässt, vielleicht heißt es fürstlich, weil Eisenach gehörte zu Thüringen und da gab es ja Fürstentümer, nehme ich an, dass das fürstlich heißt. Gehe ich von und, aus, weil dahinter kommt Forstbedienter, das passt. Ja, sehr gut, Forstbedienter und dann Allhier. Allhier ist so ein Ausdruck, der oft in Kirchenbüchern benutzt wird, dann ist es immer der Kirchort, also das Kirchspiel selbst. In dem Fall ist es ja, war es doch Eisenach, ne? Ja, Eisenach. Und wenn es heißt Allda, bedeutet das, dann ist es ein anderer Ort, der vorher schon mal im Text erwähnt wurde. Dann ist es nicht der Kirchspielort. Das ist so, man muss da sehr fein sein und es pingelig das unterscheiden, wenn man dann nicht zum toten Punkt kommen will. Und dann kommt wieder eine Abkürzung. Was bedeutet das? Nach all hier Punkt. Endes. Ja, das N. Und was heißt das? Name. Ja, sehr gut. Name oder Latein, Nomine oder Namens oder so. Dann kommt der Name von der Person, die eigentlich die Hauptperson ist in dem Eintrag, nämlich der getauft wurde, der Johann Sebastian. Ne? Und wenn ich diese kleinen Hinweise, nicht pingelig genau die Urkunde lese, dann kann ich also schnell zu falschen Schlüssen kommen und falsche Ergebnisse kriegen. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Ja. Du hast ja, sagen wir mal, gezögert bei Johann Ambrosius und dann verbessert in Ambrosio. Es steht hier ja auch tatsächlich Ambrosio. Ja. Und das heißt dem Herrn, also das ist der dritte Fall, dem Herrn Johann Ambrosius Bach wurde ein Kind geboren. Ja, oder getauft. Sehr gut. Danke. Das ist praktisch jetzt im dritten Fall, manchmal auch ist im Genitiv und dann verändert sich halt der Name. So, der nächste Punkt. Da wollte ich noch kurz einhaken, Karl Ernst. Das wissen natürlich die allerwenigsten, das weißt du als Studienrat in dem Fach. Die Fälle haben damals eine viel größere Bedeutung gespielt, auch in der praktischen Sprache, als wir sie heute benutzen. Heute ist die Sprache abgeschliffen. Nicht umsonst gibt es ja dieses Buch auch von diesem Sprachwissenschaftler, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ne? Das ist also ganz wichtig. Bernhard Sick heißt der, glaube ich. Ne? Ist also ganz wichtig, was der Karl Ernst da erwähnte, dass wir uns bei alten Urkunden
mit den Fällen der deutschen Sprache beschäftigen, dann erklärt sich zum Beispiel eben der Zusammenhang zu dem nachfolgenden Namen. Ja, das kann ich nur unterstützen, besonders wo es im Lateinisch dann noch den Ablativ gibt. Fall, den wir ja sonst nicht so haben. Okay, zum Punkt 2. Herkunft ist deutlich, aber dort nicht zu finden, trotz Datum und Ort. Das ist also etwas Tragisches, will ich mal sagen. Dann die erste Frage ist natürlich, ich muss herausfinden, gibt es den Ort doppelt oder dreifach oder vierfach? Oder hat sich der Familienname vielleicht verändert, dass es ein anderer Name geworden ist, dass er nicht mit dem mir bekannten Namen im Geburtsregister steht? Oder eine andere Quelle muss ran. Der Wohnort ist auch nicht unbedingt der Geburtsort. Kann sein, dass jemand gesagt hat, okay, ich komme aus dem und dem Ort, weil er da länger gewohnt hat, vielleicht die letzten 20, 30 Jahre, aber geboren ist er vielleicht dann doch woanders. Dann Punkt 2, 3, einen Fachmann vom zuständigen Familienforscherverein oder Heimatverein des Ortes fragen. Das ist auch sehr wichtig, gerade wenn es um Namensänderungen geht, ist es immer besser, wenn ich einen Fachmann habe. Ich finde es ganz toll, diese Leute, die so Ortschroniken schreiben und in die Ortschronik dann die Höfelisten mit eintragen. Und dann erwähnen sie auch am Start den Hofnamen, wie der Hof geheißen hat über mehrere hundert Jahre vielleicht. Und dann die verschiedenen Hofbesitzer werden dann aufgelistet, wo man dann auch sehen kann, aha, das kann hier Vater und Sohn sein und das kann sein, dass jemand dann den Hofnamen übernommen hat. Also die Leute in den Heimatvereinen sind für uns eine wichtige Hilfe in der Familienforschung und natürlich auch die Spezialisten in den einzelnen genealogischen Vereinen, ne, wie euer Verein halt auch. 2.4, in Datenbanken kann man praktisch die Person auch eingeben und sozusagen veröffentlichen und kann auch das Problem dann in der Datenbank beschreiben, dass man nicht nur den Namen und Daten und Orte bekannt gibt, sondern kann dann Bemerkungen machen, an diesem Ort wurde in dem Geburtsregister von 1850 bis 1875 die und die Person nicht gefunden. Also es ist auch manchmal sehr wichtig zu dokumentieren, was man nicht gefunden hat und wo man schon geforscht hat. Oder in einer Mailingliste, also bei uns in der MAUS, in dem Verein für Familienforschung in Bremen und Umgebung, wo ich auch dazu gehöre, nehme ich eine Mailingliste teil mit, ich schätze mal, 100 bis 150 Teilnehmern. Wir sind sonst über 1000 Mitglieder, aber ich schätze, dass so 150 an der Mailingliste teilnehmen. Da habe ich immer tolle Hilfe bekommen, wenn ich irgendwelche Fragen gestellt habe, die vielleicht ein bisschen was mit Bremen und Umgebung halt zu tun haben. Dann 2.5, hat jemand so etwas bereits erlebt? Hat von euch schon jemand erlebt einmal, dass er dass in einer Urkunde, sagen wir mal in der Sterbeurkunde, steht sein Herkunftsort oder Geburtsort drin und er ist dann an dem Ort nicht zu finden? Hat jemand sowas schon mal? Gut, ja, ich habe das sogar zweimal gehabt. Einmal bei meinen Kostputs, aber ich denke, das liegt daran, dass in Berlin wurde zum Beispiel oft eingetragen bei den Trauungen der Wohnort des Vaters, aber das muss nicht identisch sein mit dem Geburtsort des Sohnes. Ja. Also da habe ich zum Beispiel bei dem einen stand eben gewesener Bauer zu Wittenborn. Der war auch in Wittenborn zu finden, aber erst später, auch erst nach der Geburt. Und bei jemand anders habe ich eben jemand, der war in Naumburg aus Naumburg in Sachsen soll der kommen. Aber da finden sich überhaupt keine Spuren. Aber da steht eben wirklich dann nicht als Geburtsort, sondern da steht es drin eben als Wohnort oder letzter Wohnort des Vaters. Ja, sehr gut. Aber da hat man ja wenigstens dann einen Hinweis, wo man weiter forschen kann, nämlich aber da habe ich in beiden nicht gefunden, weitere Daten zu finden. Ja, ja. Ne, aber wenn man da nichts findet, ist das natürlich auch blöd. Ja, richtig. Ja.
Ja, das ist ganz entscheidend. Es muss eben nicht der Geburtsort sein, sondern kann tatsächlich der letzte Aufenthalts- oder Arbeitsort sein. Und da kommt es natürlich, je nachdem, was es für ein Beruf ist, darauf an, wo man dann sucht, weil dann ist die Suche im Kirchenbuch natürlich relativ aussichtslos. Sondern da muss man eben je nach Beruf in ganz anderen Archivalien suchen, zum Beispiel eben, wenn er Handwerker war, in den Innungs- oder Zunftlisten. Ja, Und man weiß auch bei vielen Handwerkern, dass sie dann auch nicht unbedingt ortsansässig waren, sondern dass sie manchmal die Orte auch gewechselt haben, ne? Gut, dann hatte ich, ich hatte mal eine Person im Kirchenbuch nicht zu finden. Da habe ich in Bremen geforscht. Das war so eine Auftragsforschung, wo ich für jemand anders was geforscht habe, der von, was weiß ich, aus Stuttgart da kam. Und da bin ich dann dabei gegangen und ich kenne mich in Bremen natürlich gut aus. Wir haben eine eigene Bibliothek von der Maus, die im Staatsarchiv Bremen angeschlossen ist. Und wir haben Zugriff auf alle Kirchenbücher von Bremen. Und da habe ich dann in über 20 Kirchenbüchern dann einen Daniel Kemener gesucht. Kemener ist ein sehr häufiger Name dort, aber Daniel ist schon selten, der Vorname Daniel. Die häufigsten Namen sind dann Johann Hinrich und Wilhelm Friedrich und Heinrich und so weiter. Ich hatte seinen Sterbeeintrag und wusste dann durch die, auch, dass er 1765, also um 1765 halt, getauft sein musste und dass er auch aus Bremen kommt. Und ein Mausmitglied habe ich dann um Rat gefragt und er sagte mir, ja, geh doch mal an den besagten Ort, wo seine Verwandten herkommen, das war Oberneuland. Und er erklärte mir dann, ja, guck doch mal, der hat nämlich Oberneuland bearbeitet, der kannte sich an dem Ort sehr gut aus. Guck doch mal unter, ob du da einen Unehelichen da nicht findest in der Zeit. Und da habe ich dann den Daniel Gefgen gefunden und heraus, dass dann da drinne stand, dass er halt unehelich geboren ist, aber und dass er nach seiner Mutter benannt ist. Und dann habe ich, das war 1765, da habe ich also mehr Glück als Verstand gehabt, weil ich habe dann nämlich die Vormundschaftsakten im Staatsarchiv Bremen angefordert, so ein Stapel Akten und habe die dann durchgecheckt und habe tatsächlich einen Eintrag gefunden von einem Erlass, der hatte praktisch der Daniel Kemmener hatte an das Gericht geschrieben, er war zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt und das war gerade die Zeit, wo seine Eltern halt die Ernte einbrachten und er hatte um Gnade gebeten, dass er nicht in dieser Zeit ins Gefängnis müsste, weil er jetzt das uneheliche Kind gezeugt hat. Und dann wusste ich, dass diese Person ist, weil das praktisch mit den Daten alles übereinstimmte. Aber ich sage deshalb, dass ich viel Glück gehabt habe, weil es normalerweise aus dieser Zeit gibt es nicht sehr viele Vormundschaftsakten. Okay, dann Kirchenbücher fehlen oder haben Lücken oder sind unvollständig. Wie jetzt schon gesagt wurde, man muss dann versuchen, auch andere Quellen zu Rate zu ziehen. Und zum Beispiel Kirchenbuchduplikate. Also Kirchenbuchduplikate sind staatlich vorgeschriebene Abschriften von Kirchenbüchern, die oft in Staatsbesitz sind und im Staatsarchiv liegen und nicht bei den Kirchen selbst. Manchmal fangen die erst spät an, so um 1810 herum. Ich glaube, in der Gegend, so wo ich geforscht habe, in den Thüringen und Sachsen, Provinz Sachsen, da fingen die so 1810 an. Aber manchmal fangen sie auch eher an als die Originalkirchenbücher, weil vielleicht die Kirchenbücher durch Brand zerstört sind. Wir haben in Niedersachsen manchmal Kirchenbuchduplikate, die fangen schon an um 1715.
Also dann, kann ich kurz ergänzen, in Brandenburg existieren Kirchenbuchduplikate von 1794 bis eben 1874 bis zu den Standesamtsakten, mehr oder weniger vollständig. Und da gibt es auch ein entsprechendes Register dazu. Auch bei den Staatsarchiven aufbewahrt? Oder im Pfarrarchiv? Im Brandenburgischen Landeshauptarchiv. Ja, gut, vielen Dank für den Hinweis. Dann eine weitere Quelle sind die Zivilstandsregister. Die Zivilstandsregister sind eigentlich dasselbe wie das Standesamt, sozusagen der Vorläufer vom Standesamt. Und die fangen westlich des Rheins schon kurz vor 1800 an. Und bei uns in Bremen haben wir ab 1811 durchgängig bis 1875 Zivilstandsregister. Aber das ist in jedem Ort ist das anders. Das ist das Schwierige auch an der Familiengeschichte, dass man praktisch für jeden Ort die Quellenlage erst neu herausfinden muss. Dann ist eine tolle Quelle, wenn man sie hat, in Deutschland nicht so häufig, auch Volkszählung, die es von einzigen Gebieten gibt. Wie viel ist veröffentlicht von Mecklenburg, viel ist veröffentlicht von Schleswig-Holstein. Und in Niedersachsen kenne ich so Volkszählung von 1858, dass sie mal da auftreten in einigen Orten. Dann Brandkassenregister, das heißt sozusagen die Feuerwasser-Sturmversicherung für Häuser oder Bauernhöfe. Die gehen manchmal auch weit zurück und da die Höfe oft auf Söhne oder Töchter vererbt werden, kann man dadurch auch Familienzusammenhänge erkennen. Dann Steuerlisten. Höferegister, also Register von Bauernhöfen, hatte ich schon erwähnt. Hofübergabeverträge, so Weinkaufverträge und so etwas. Gerichtsbücher, Leichenpredigten, Totenscheine, Friedhöfe. Weil Grabsteine können auch manchmal ein toller Hinweis sein, obwohl die meisten ja in Deutschland vernichtet werden nach einer bestimmten Zeit. Dann das Archiv des Einwohnermeldeamtes, da zeige ich gleich nochmal einen Originaleintrag, Eheverträge, Testamente, Bürgerbücher, Universitätsmatrikel. Die meisten kann man im Druck in Staatsarchiven oder Universitätsbibliotheken einschauen. Dann Unterlagen zum Beruf, Ortssippenbücher, Adressbücher, Musterrollen, Passagierlisten, Gilde, Zunft, Lehrlings- und Gesellen- und Meisterbücher. Das ist natürlich eine Liste, die man von Gebiet zu Gebiet auch unendlich weiter fortführen kann. Dann etwas Wichtiges ist, dass wir die Alternativquellen uns ansehen. Kann ich jetzt speziell, wenn das Taufregister oder Geburtsregister fehlt, kann ich in die Konfirmationsregister gehen, wenn die vorhanden sind. Und da kann ich auch, bei einigen Konfirmationsregistern habe ich gesehen, dass das Geburtsdatum des Konfirmanden oder der Konfirmandin steht und auch auf der Name des Vaters. Dann die Proklamation, also das Aufgebot anstelle von Heiratsregistern, das Zivilstandsregister anstelle von den Kirchenbüchern, oder das Einwohnermeldeamt anstelle von dem Standesamt. Die Ankunftsliste anstelle von den Abfahrtslisten. Also in Bremen sind ja zum Beispiel die Abfahrtslisten, die meisten vor 1900 sind einfach zerstört, weil das durch Kriegseinwirkungen oder weil das Staatsarchiv einfach keinen Platz hatte, die alle aufzubewahren. Die haben sie einfach dann vernichtet. Aber Hamburg hat ja zum Glück noch viele Abfahrtslisten erhalten und auch veröffentlicht. Dann war ich die Grabsteine und Friedhofsregister anstelle von Sterberegistern. Also es gibt schon einzelne Alternativquellen. Als Alternativquelle finde ich sehr toll das Einwohnermeldeamt, und zwar das Archiv, nicht das jetzt lebende Einwohnermeldeamt, sondern das archivierte Einwohnermeldeamt. In Bremen ist das Lager das im Staatsarchiv. Normalerweise sind die Archive des Einwohnermeldeamtes sonst in Kreisarchiven oder in Stadtarchiven
gelagert. Und wenn Sie sehen, auf dieser Abbildung hier habe ich 76, das sind Opa und Oma mütterlicherseits, der Zuname steht, Brot. Nee, da steht einer was. Sie müssen sich leise stellen. Der Zuname ist Brot, die Vornamen dann Hans-Georg und der Geburtsort ist Erfurt. Und der Geburtstag ist der 1921. Das muss man erst erschließen. Aber ich praktisch, da er hat jemand in Bremen gelebt, das ist aus Bremen, aus dem Einwohnermeldeamt von Bremen. Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich mich totsuchen können. Aber hier habe ich einen Hinweis, dass ich in Erfurt weitersuchen muss. Das ist natürlich ein super Hinweis, ne, den man hat. Oder bei der Frau steht dann dabei, die ist eine geborene Vrieden, dass sie aus Osterholz-Scharmbeck kommt. Das ist also eine Stadt, so 40 Kilometer vielleicht von Bremen entfernt. Und dann habe ich sogar die Eltern stehen, Vor- und Zunahme des Vaters und der Mutter. So, ich nenne so eine Kartei sowas wie ein Familiengruppenbogen. Und unten stehen dann die Kinder. Und dann sehen Sie, dass unten das vierte Kind, erst kommt Marianne, dann kommt Hans Hamann, dann kommt Monika und dann kommt Heike. Und die ist geschwärzt, weil die noch lebt und dann unter Datenschutz steht. Da sind die Archivare dann verpflichtet, die zu schwärzen, weil das keine direkten Vorfahren sind, sondern Onkel und Tanten. Und die stehen dann schon in der Zeit, weil die noch leben, unter Datenschutz. Da muss man halt Verständnis dafür haben. Aber ich kann dann auch sehen, wo sie geblieben sind, wo sie gewohnt haben oder wo sie hin abgewandert sind. Also ich liebe diese Quelle, Archiv des Einwohnermeldeamtes. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ich weiß, in Bremen fängt es 1931 an, aber da können ja auch Leute leben, die damals 70 Jahre alt waren und da kann ich bis 1860 dann zurück. Oder ich habe in Celle, im Zeller Stadtarchiv einmal gesehen, die hatten das Einwohnermeldeamtarchiv schon ab 1875 und die hatten sogar ab und zu ein Foto von der Person auf der Karteikarte. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Dass man auf die Art und Weise sogar Bilder von Vorfahren finden kann, wo man vielleicht sonst nie drankommt. Dann ist es wichtig, um Hindernisse zu überwinden, wenn man fehlerhafte Angaben erhält. Ich möchte keine Abschrift einer Urkunde. Wenn ich also eine Urkunde bestelle, dann verlange ich immer einfach einen Scan, also ein digitalisiertes Bild von der Urkunde oder eine Fotokopie und lese sie dann selbst. Und wenn ich dann die Originalurkunde habe, das ist auch oft für die Archive viel weniger Arbeitsaufwand, als wenn sie das abschreiben müssen, dann stehen dann Randvermerkungen mit dabei, da sind dann Stempel über Heirat oder den Sterbeort, über die Registernummer, wann sie geheiratet haben, in welchem Datum und welcher Registernummer und bei welchem Standesamt. Das sind dann tolle Randvermerke, die mir dann wirklich weiterhelfen. Wenn ich jetzt, sollte versuchen, auch meine lebenden Verwandten als genealogische Quelle zu benutzen, indem ich sie besuche und ihnen Material gebe, was ich schon erforscht habe. Nach dem System geben ist seliger als nehmen, dass man ihnen auch hilft, in ihrer Familiengeschichte weiterzukommen oder eine Beziehung zu ihren Vorfahren aufzubauen. Und dass man sie auch bittet um Urkunden. Und das ist heutzutage ja einfach, wenn ich jetzt so vielleicht ein Smartphone habe, wo ich mit Digitalaufnahmen machen kann, kann man die auch verschicken per WhatsApp oder durch irgendeinen anderen Anbieter. Das ist heutzutage viel, viel einfacher, als es früher war.
Da muss man hinfahren und mit denen alles besprechen. Und man konnte auch nicht kopieren, man hatte keinen Kopierer zu Hause. Das ist heute also, läuft das viel besser. Ja, Nachbarkirchen durchsuchen hatte ich schon. Und wie gesagt, eine Urkunde sagt mehr als 10 Gerüchte. Dann Punkt 5 und 6, Lesefehler und Deutungsfehler. Bild an die Reihe. So. Ich kann auch, wenn ich jetzt etwas grundsätzlich nicht lesen kann, wäre es sinnvoll für jeden Forscher, einem Verein beizutreten, genau wie ein Angler auch Mitglied in einem Anglerverein ist, sollte er auf jeden Fall in mindestens einem Verein Mitglied sein, wo sein Hauptforschungsgebiet ist, und sollte mit den Leuten im Verein auch zusammenarbeiten. Und man kann dann auch jemanden, Forscherkollegen bitten, vielleicht, dass er einem mal Lesehilfe gibt. Und kann fragen, ob jemand bereit ist, mal eine Urkunde für einen zu lesen. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich vorher vielleicht alles, was ich lesen kann, schon übersetzt habe und nur noch die Worte ergänzt werden müssen, die für mich zu schwierig sind. Oder ich besorge mir ein Fachwörterlexikon für Familienkunde. Das ist zum großen Teil, kann man das auch im GenWiki eingeben. Aber es ist gut, wenn man ein Fachwörterbuch auch besitzt für Familiengeschichte, weil es einfach, wenn wir 100 Jahre oder 200 Jahre zurückgehen, dann gibt es viele Wörter, die einfach ausgestorben sind, die es nicht mehr gibt. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Ja. Es gibt auch Facebook-Gruppen, die sich ganz speziell auch darum kümmern, alte Schriften und Kirchenbuch, Latein, so heißt das zum Beispiel auch dort, da Unterstützung zu geben im Rahmen von Lesehilfen. Genauso wie Sie es auch gesagt haben, mit einem Lückentext, das, was man lesen kann, das schon mal da reinschreibt und dann das, was man nicht lesen kann, dann helfen also auch die Mitglieder in diversen Facebook-Gruppen. Vielleicht nur als kleine Ergänzung. Ja, sehr gut. Können Sie mal ein Beispiel für eine Gruppe sagen, wie die heißt? Ja, schreibe ich gleich in den Chat rein. Ja, sehr gut. Super. Man macht halt auch einen Kursus zum Lesen alter Schriften. Man kann, genau wie man schreiben und lesen lernt, muss man auch die Kanzleischrift kennenlernen und die deutsche Kurrentschrift. Das ist nämlich eine weit verbreitete Unwahrheit, dass in der Ahnenforschung die Sütterlin-Schrift wäre. Das ist halt, Sütterlin-Schrift kommt in der Familiengeschichte fast überhaupt nicht vor. Das ist eine spezielle Schrift, die es in den Schulen 1924 so gegeben hat, die später von den Nazis dann verboten wurde, als Judenletter abgetan. Und die Herr Sütterlin entwickelt hat aus der deutschen Kurrentschrift. Aber die Schrift, die uns am meisten begegnet, ist die Kurrentschrift und die Kanzleischrift. Und das ist schon gut, wenn man da halt mal einen Kursus benutzt und sich mehr Zeit dafür nimmt. Oder ich nehme teil am Indexieren. Also ich kenne viele Leute, die jeden Tag vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Kirchenbücher oder andere Unterlagen abschreiben und dadurch das Lesen sehr üben. Das heißt, man indexiert bei Family Search oder bei seinem eigenen genealogischen Verein. Das ist eine große Hilfe auch für jemanden selbst im Gehirn. Also, wie soll ich sagen, mein Gehirn aufzubauen, dass es alte Schriften lesen kann. Jetzt machen wir mal einen kleinen Fachwörtertest. Dass Sie sehen, wie notwendig das ist, dass man in Urkunden diese Kleinigkeiten, diese paar Buchstaben, die ja manchmal sind und die einem Schwierigkeiten bereiten können, dass man die mal durchgeht. Das erste hatten wir schon, HL. Was war das nochmal? Peter Wege, was sagst du zu HL? Moment, ich muss erst mal einschalten. Ja, Herr, ne? Ja, Herr, genau. Das L war jetzt eine Falle eigentlich. Das L bedeutet ja nur Rest des Wortes. Genau. Das ist so diese Schlaufe.
Und Bab bedeutet? Getauft. Getauft. Und Sepp? Ich vermute mal, das ist der September. Ja, könnte September sein. Sehr gut. Oder es kann auch sein, wenn es eine Überschrift ist im Kirchenbuch, Sepulti, die, ja, die gestorben und begraben nennen. Okay. Dann Kop. Populatio, geheiratet. Ja, und GEW. Gewesen. Gewesen heißt so viel wie verstorben, ne, dass er, die Person schon tot war. Dann selig dasselbe und posthumus geboren. Nach dem Tod des Vaters. Sehr gut. Und Nat? Geboren. Ja, und Renat ist dann getauft. Die Wiedergeburt oder Taufe halt. Und DEF als Überschrift in Kirchenbüchern. Defunkte. Ja, die praktisch, dass sie, man stirbt, weil man nicht mehr funktioniert. Ne? Defunkti. Und REL, Reel. Relictus oder Relicta, der Witwe oder die Witwe. Sehr gut. Und dasselbe auch für Vidua und Viduus. Und Witwe. Dann Civis. Bürger. Bürger. Und Siebenbris. September. Ja, das ist für Anfänger sehr schwierig, wenn sie dann diese Abkürzung sehen, dass sie müssen dann verstehen, dass praktisch der Monat September der siebte Monat ist. Und zwar haben wir den von den Römern und die sprechen Latein und die Monate sind lateinisch. Die fangen mit dem März an, das ist ihr erster, ist ja auch, ich finde es logischer, weil der Frühling dann so startet. Und Xpris ist dann halt der zehnte Monat, das römische Zeichen die römische Ziffer für 10, weil das heißt Dekem. Dekem, Dezember kommt von zehnter Monat. Und X wird auch für Christ benutzt als Abkürzung, zum Beispiel Christoph. Ja, und dann Ux. Hat Uxer, jemand die? Ehefrau. Ja, und Sieg. Das fand ich so witzig, weil es so wie im Englischen ist. Das heißt so viel wie krank. Und schwer, das ist jetzt mal so eine Ausnahme. Schwer ist was Norddeutsches, das ist ein norddeutscher Vorname, den ich also lange nicht gekannt habe, bis ich mal angefangen habe, ein Ortsfamilienbuch von einem Ort zu schreiben, von Barien bei Sieke. Und da tritt der als Familienname auf in Norddeutschland. Aber da habe ich dann, als ich weiter zurückging, um 1700 herum, oder 1750, trat er dann plötzlich als Vorname auf. Und da haben wir noch die drei Religion abgekürzt mit R, L und P. Was heißt denn jetzt schwer? Schwer bedeutet, ist ein männlicher Vorname. Was der bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein männlicher Vorname. Und R, L und P als Religion? Haben Sie eine Idee? Römisch, lutherisch, protestantisch? Ja, L für lutherisch auf jeden Fall, aber R ist für reformiert und P ist für Papstanhänger, Papisten. Das wäre dann römisch-katholisch. Die wurden so oft so bezeichnet in Kirchenbüchern. Wenn es jetzt gemischte Kirchenbücher waren oder gemischte Einträge in Zivilstandsregistern, da haben sie dann L für Lutheraner und P für römisch-katholisch, die Papstanhänger. Und dann NT für Ente. Und Ente bedeutet so viel wie non testulatis, Latein, und heißt nicht belegt oder nicht kein Zeugnis drüber abgelegt. Also man hat keine richtige Quelle dafür. Gut. Wobei man dazu aber immer sagen muss, also, dass zumindest die letzten hier sehr regional abhängig sind. Ja, ja, vielen Dank für den Hinweis. Das ist überhaupt allgemein ein wichtiger Hinweis, weil das für alles gilt in der Familienforschung. Alles ist total regional sehr abhängig.
ne, besonders die Bezeichnung von Titel und Berufen und die Quellenkunde, also das macht das für Anfänger auch schwierig, dass sie müssen herausfinden, wie es in ihrer Region funktioniert oder in ihrer Region genannt wurde. Dankeschön. Dann habe ich mal zwei Bücher, um Ihnen meine tolle Unterschrift zu zeigen, zwei Bücher ausgewählt. Verschollener Wortschatz, also wir haben da richtig ein dickes Buch in der Maus, von nur von Ausdrücken aus der Bremer Vorzeit, die es da in dieser Umgebung gegeben hat, nur. Die ist Wörter, die halt heute nicht mehr benutzt werden. Oder ich mache einmal Reklame für den Degener Verlag. Da haben wir das familienkundliche Wörterbuch von Fritz Werdenhalften. Das ist schon die dritte überarbeitete und stark erweiterte Auflage. Also ich habe das schon länger, das ist jetzt schon eine neue Auflage. Das ist mir also als Familienforscher immer sehr hilfreich gewesen, die ganzen 30, 40 Jahre über. Und das kostet ja nicht viel. Das kostet jetzt so 16 Euro etwa. Das sollte man sich schon anschaffen, sowas. Ich habe da eine Frage zu. Das familienkundliche Wörterbuch, ist das jetzt auf die Region begrenzt oder gilt das nur in Deutschland? Nein, das nicht. Das hat ungefähr so ungefähr 200 Seiten. Das ist überhaupt nicht auf die Region begrenzt. Das ist also für das ganze Deutsche Reich, würde ich mal sagen. Und dann steht dann auch dabei in Klammern, das kommt in Niedersachsen vor oder Cosset zum Beispiel ist mehr in Süddeutschland. Hier sagt man Köthner oder Kätner. Und das steht dann immer dabei, wo das auftritt. Oder ob es aus dem Hessischen kommt. Deshalb empfehle ich das sehr, weil das so ein Standardwerk ist für Familiengeschichte. Okay, danke. Dann die Kirchspielzugehörigkeit. Kirchspiel ist so ein Ausdruck, den auch nicht alle verstehen. Damit ist die Kirchengemeinde gemeint. Ich wohne jetzt hier im Kreis Herden, da ist die Stadt Achim bei uns in der Nähe. Ich habe mal in Achim intensiv geforscht. Im Kirchenbuch von Achim. Früher gab es über 40 Orte, kleine Orte, die alle ihre Taufen und Trauung in Achim vollzogen haben und ihre Sterbeeinträge. Also man muss erst herausfinden, wo waren die kleinen Orte eingepfarrt. Und dazu braucht man eine Topografie oder das deutsche Wort wäre Ortsbeschreibung von der Gegend oder der Provinz, wo man gerade am Forschen ist. Und diese Topografien sagen dann, wo die kleinen Orte alle eingepfarrt waren. Oder das nächste Werkzeug, was ich benutze, was sehr wichtig ist, ist ein Kirchenbuchverzeichnis. Im Kirchenbuchverzeichnis finde ich, steht dann drin, wann die Taufen anfangen, wann die Trauung anfangen, wann die Beerdigung anfangen. Oder die Lücken im Kirchenbuch, wann es Lücken gibt, welches die Mutter- oder Tochterkirche war, wenn es so anhängende Gemeinden gab. Oder es steht auch drin, ob es vielleicht ein Familienregister gegeben hat. Ja, Christian, richtig, zeigt da gerade Kirchenbücher, Kirchenbuchduplikate und Standesamtsregister für Brandenburg. Genau, der grüne Berg. Ja. Das ist von wem herausgegeben? Von Georg Grüneberg. Sehr gut. Ja. Ohne so ein Teil würde ich nicht in Brandenburg forschen. No? Das ist das Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Ja, da sind das auch die aus den Ostprovinzen, die erhalten geblieben sind und dort gelagert sind, drin verzeichnet. Ja, das habe ich auch. Gut, danke. Also das sind so die wichtigsten Werkzeuge, die man hat. Und dann natürlich auch historische Ortslexika. Ich hatte mir mal von Petzold ein historisches Ortslexikon kopiert im Staatsarchiv. Das gibt es heute eigentlich nicht mehr, nur noch digital, glaube ich, als Mikrofilm, weil das sehr gut war. Das war besser als Müllers Ortslexikon, was sie so hatten. Aber ich habe heute jetzt im Internet ein Ortslexikon entdeckt, meyersgatz.org. Das ist das Deutsche Reich so um 1900, 1905.
Und das finde ich ganz toll, weil es online ist und für jedermann kostenlos Hier sind wir in Brandenburg gesegnet vor allen anderen Ländern. Wir haben den kompletten Satz eigener historischer Ortslexika. Das ist hier Ruppin von Liselotte Enders, unserer bekanntesten Regionalhistorikerin. Oder hier der letzte Band, was noch gefehlt hat, das ist zwei solche dicken Bände, die Altmark. Ja, von dem, die Altmark ist ja noch nicht mal ganz Brandenburg, aber man sieht, dass man schon für so einen kleinen Bereich vom Deutschen Reich, will ich mal sagen, wie Brandenburg, obwohl das eine große Provinz ist, aber dass man da schon so dicke Bücher braucht. Wie viel würde man brauchen, um die Bücher zu haben für ganz Deutschland? Ne? Dass da Brandenburg ist komplett. Also gibt es, das war hier Ruppin, gibt es genauso fürs Havelland, für die Prignitz, für die Uckermark. Sehr gut. Da sind sehr gut ausgerüstet. Und das steht wahrscheinlich auch alles auf der Homepage vom Verein. Ja. Die Literaturhinweise. Und vor allen Dingen, da hat uns mal Corona etwas unterstützt. Das Brandenburgische Landeshauptarchiv, in dessen Reihe die alle erschienen sind, hat sich ja dazu entschlossen, weil es ja geschlossen ist aufgrund der Corona-Pandemie, seine eigenen Reihen jetzt diese Bücher vollständig ins Netz zu stellen. Die entsprechenden Links haben wir ja mehrfach auf unserer Webseite veröffentlicht. Ja, das ist natürlich echt super. Dann habe ich mal, ich bin auch verliebt in das Gemeindelexikon des Königreichs Preußen. Preußen ist ja mindestens 50% des Deutschen Reiches mit 12 oder 13 Provinzen. Und da gibt es im Genwiki ein Hinweis, Gemeindelexikon für das Königreich Preußen mit mehreren verschiedenen Auflagen, wo man die einzelnen Provinzen sehen kann und dann nachschlagen kann. Früher habe ich immer in der Forschungsstelle von Family Search oder von der Kirche Jesu Christi habe ich immer diesen Mikrofilm eingeschaut, das Gemeindelexikon des Königreichs Preußen, und habe das für meine Forschung benutzt, weil da wirklich jeder kleine Kleckerort drin ist. Sogar kleine Bauernschaften mit vielleicht nur 5 Einwohnern. Richtig, muss man aber auch immer genau dazu sagen, sehen Sie auf das Datum. Ja. Da war zum Beispiel Provinz Hannover 1873, aber das Kurfürstentum Hannover oder damals Königreich Hannover ist ja erst 1866 durch Preußen annektiert worden. Und davor war die Einteilung natürlich ganz anders. Ja, richtig. Ja. Und selbst in Brandenburg war vor 1816/17 die Kreiseinteilung völlig anders. Aber wir haben meistens den Vorteil, dass die politischen Grenzen haben sich zwar geändert, aber oft die kirchlichen Grenzen nicht. Das ist richtig. Als Beispiel ist, früher gab es das Herzogtum, Großherzogtum Oldenburg. Das ist heute ein Teil von Niedersachsen. Aber die kirchlichen Grenzen sind immer noch wie vor 100 oder 200 Jahren. Ja. Das Gemeindelexikon für Berlin und die Provinz Sachsen habe ich mir ein Beispiel aus dieser Liste angeklickt. Das ist von 1898. Und das Gute an diesem Gemeindelexikon ist, ich sehe, wenn ich ganz links am Rand gucke, werden die Orte durchnummeriert. Da habe ich hier die Nummer 75, 76, 77. Da steht ganz links unten in der Ecke der Name der Gemeindeeinheit Battin. Und darunter Baumgarten und dann Bietikow. Und wenn ich jetzt, dann habe ich die einzelnen, wie viele Einwohner da waren, welche Sprachen die hatten, dann andere christliche Kirchen,
Juden und so weiter wurden da aufgelistet. Und dann kommen drei tolle Sachen, die so wichtig sind: das Kirchspiel evangelisch und das Kirchspiel katholisch. Bei Battin ist die evangelische Kirche zuständig, Bargemühl. Die katholische ist da unbekannt, da ist ein Strich. Aber das Standesamt ist Battin selbst. Und das Amtsgericht, wo man gerade mal Unterlagen vielleicht bekommen kann über Vormundschaftssachen bei Unehelichen, das ist auch wieder Battin. Und bei Baumgarten ist evangelisch Baumgarten, katholisch Prenzlau und dann wieder Baumgarten. Und bei Bütikow ist die evangelische Kirche Lützlow und die katholische Prenzlau. Und dann stehen da auch hinten wieder die Nummern, weil das verschiedene Seiten sind. Haben Sie die Nummern dann ganz rechts außen wieder am Rand. Die werden auch oft benutzt von Vereinen, um daraus dann Ortslexika zu kreieren. Und das ist praktisch wie eine Topografie, weil es mir genau sagt, wo der Ort eingepfarrt war, wo er zugehörte, damit ich die richtige Quelle suchen kann. Dann habe ich jetzt ein Kirchenbuchverzeichnis, mit dem ich gearbeitet habe, von Brandenburg. Das habe ich mir mal kopiert in der Universitätsbibliothek in Bremen. Die Kirchenbücher der evangelischen Kirchen in der Provinz Brandenburg mit dem Stand von 1933. Und da wird es auch ein bisschen erklärt, ganz interessant. Und hier die Vorschrift ist schon 1573 zum ersten Mal verkündet worden, dass man diese Geburts- und Sterbe- und Heiratseinträge aufschreiben sollte. Und jetzt habe ich mal eine Kopie gemacht aus dem Kirchenbuchverzeichnis. Also ich muss ein Ortslexikon haben und ich muss eine Topografie haben, die mir sagt, wo was eingepfarrt ist, die kleinen Orte. Und das dritte Wichtige wäre ein Kirchenbuchverzeichnis. Und hier sind dann die Abkürzungen erklärt, was da alles stehen kann. Ich lese mal das erste Beispiel vor. Das ist die Generalsuperintendentur Berlin, Personalgemeinde. Zuerst die Domkirche, dann sind die Taufen und Trauungen ab 1616, dann die Sterbeeinträge auch ab 1616. Es gibt aber eine Lücke von 1718 bis 1725. Und dann die Kirchenrechnung gehen noch weiter zurück von die Staaten 1515. Zum Beispiel eine Kirchenrechnung kann sein, dass wenn jemand das jetzt Glocken läuten lässt für seine Hochzeit, dass er dafür bezahlt hat und da steht wenigstens der Bräutigam da drinne, wenn er geheiratet hat. Und dann steht dann noch U für Urkunden, gibt es schon ab 1320 bestimmte Urkunden. Aber so ein Kirchenbuchverzeichnis hilft mir halt, Lücken zu entdecken. Manchmal steht auch dabei, wenn Texte unvollständig waren. Also ich muss auch die Qualität des Kirchenbuches einschätzen können. Und dabei helfen mir halt Kirchenbuchverzeichnisse. Dann nochmal als historische Karten für Lexika. Das Meyers-Gatz hilft mir auch manchmal, historische Karten zu finden und auch die Topografie zu finden, das heißt die Ortsbeschreibung. Also ich gebe ein www.meyersgatz.org und setze mir das, wenn es geht, als Favoriten, weil ich das ständig ja für die Forschung brauche, als Lesezeichen an meinen Computer, dass ich das gleich speichere. Und dann gebe ich in diesen leeren Kasten einfach den Ort ein und der sagt mir dann, wo er überall dann im Deutschen Reich auftritt. Und wenn ich einen Ort mal nicht richtig lesen kann, sagen wir mal, ich kann nur Bult lesen und danach kommen noch 4, 5 andere Buchstaben, dann mache ich dann einfach einen Stern als Platzhalter und dann gibt es mir alle Orte, die mit Bult anfangen. Also man kann auch mit Sternen arbeiten, wenn man etwas nicht so richtig gut lesen kann. Und das ist ja oft so, dass die Orte manchmal so geschmiert sind, dass man die nicht so richtig erkennt, weil die Schreiber kannten die Orte halt und haben nicht dran gedacht, dass jemand 200 Jahre später das mal entziffern muss. Dann habe ich die Möglichkeit, wir sind immer noch jetzt in Meyers-Gatz, ich habe mal einen Ort eingegeben, Weselitz, ein Ort, von dem ich wusste, dass er keine eigene Kirche hat.
Wenn ich jetzt Weselitz eingebe im Kirchenbuchverzeichnis von Berlin-Brandenburg, dann werde ich nichts finden. Oder wenn ich bei Family Search Weselitz eingebe, werde ich auch nichts finden als Quelle, weil es kein Quellort ist, sondern ein kleinerer Ort. Und der Quellort ist für katholische Einträge halt Prenzlau und der Quellort ist für evangelische Gemeinden Bertikow oder Bertikow. Und das Gute ist hier an dieser Liste, ich kann dann alle Pfarrämter sehen, ob katholisch, evangelisch oder Synagogen, die in der Nähe sind, mit wie viel Meilen Abstand oder Kilometer. Das haben Amerikaner gemacht, deshalb so ein paar englische Ausdrücke dabei. Dann habe ich den Ort Weselitz, dann klicke ich auf Map, das bedeutet halt Karte. Und da haben sie eine historische Landkarte veröffentlicht. Und ich kann dann rechts oben umschalten auf historische Karte, draufklicken. Das kann ich jetzt so nicht machen, weil das ein Standbild ist. Und da habe ich Weselitz, ist rot markiert, weil ich den Ort halt eingegeben habe und gesucht habe. Und jetzt habe ich evangelische Pfarrämter mir anzeigen lassen. Also ich kann draufklicken, evangelische Pfarrämter. Und da sehe ich, dass Falkenwalde ganz in der Nähe ist. Bertikow, wo es ja zugehört, ist auch in der Nähe, ein bisschen weiter entfernt. Und Lützlow ist auch in der Nähe. Da kann ich gleich die Nachbarkirchspiele sehen, die ich abgrasen muss, wenn ich vielleicht einen Eintrag nicht in Bertikow finde, ne, dass ich dann die Nachbarorte mache. Und das finde ich also echt toll, dass ich hier die kirchliche Zugehörigkeit habe und die historische Landkarte. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Altersangaben sind falsch. Es ist also eher eine Ausnahme, wenn Altersangaben genau passen. Das kann auch ein Lesefehler sein. Manchmal kann man Zahlen nicht so richtig erkennen. Manchmal sind die Zahlen auch etwas geschmiert. Oder manchmal hat vielleicht auch ein Pastor Jahr oder Monat oder Tag verwechselt. Man muss sich das historisch so vorstellen, wenn jemand gestorben ist, dann wurde dann vielleicht der Nachbar losgeschickt, um beim Pastor das zu melden, bekannt zu geben. Und der musste dann, der wurde dann gefragt, ja, wie heißt die denn nun? Sagen wir doch mal alle Namen und so weiter. Ja, wie haben sie immer Trinchen genannt, ne? Und dann geht es um das Alter. Wenn die nicht im Kirchspiel geboren ist, wenn sie da geboren ist, kann er den Taufeintrag ja nachschauen und kann selber ausrechnen. Aber wenn das nicht war, dann hat der vielleicht auch nur der Nachbar dann gesagt, oh ja, sie war, oh ja, 85. Vielleicht war ihm das auch peinlich, dass er nicht genau wusste, wie alt die ist. Insofern, wenn man das historisch so versteht, hat man Verständnis dafür, dass die Altersangaben eigentlich nicht immer so richtig passen. Familiennamen haben sich geändert. Das ist jetzt schon ein bisschen längeres Kapitel. Ich habe also Jahrzehnte gebraucht, dass ich dieses Thema verstanden habe. Also früher war das in meiner Forschung, kannte ich das gar nicht, wo ich geforscht habe. Meine Vorfahren kommen aus Sachsen und Thüringen. Da weiß ich gar keinen Fall, wo sich mal der Familienname geändert hätte. Das kenne ich gar nicht. Aber als ich hier in Niedersachsen anfing zu forschen für andere Leute, dann, boy, dachte ich, jetzt musst du wirklich aufpassen. Also ein gleicher Familienname über 300 Jahre, wenn er genau gleich geschrieben ist, ist nicht die Regel, sondern immer eine Ausnahme. Ich hatte einmal in einem Kurs, da hat jemand steif und fest gefordert, mein Name, Familienname, ich glaube, der hieß Falk oder Jakob oder sowas, der hat nur eine Schreibweise über mehrere hundert Jahre. Und nachher stellt es sich doch heraus, dass er einen Auswanderer hatte, der dann anders geschrieben war. Also ich habe es noch nie erlebt, dass es keine Varianten gibt. Auch beim Standesamt, wo die so pingelig genau drauf bedacht sind, die Namen richtig zu schreiben, haben die manchmal in Urkunden, habe ich gesehen, auf einer Seite einen Namen in zwei Versionen geschrieben. Da ist die Unterschrift des Vaters ganz anders als das, was der Name des Vaters in der Urkunde.
Und dann Punkt 9.3, die Hofnamen sind dominant. Das heißt, wenn jemand, gerade wenn ein Mann auf einen Hof einheiratet, das heißt, die Tochter hat den Hof geerbt und braucht dann einen Bauern, der den Hof bewirtschaftet, und heiratet dann jemand vielleicht von außerhalb oder meinetwegen auch aus der Nachbarschaft, dann war der in vielen Gegenden, so bei uns hier in der Gegend, war der dann gezwungen, oder es war einfach üblich, dass er dann den Namen des Hofes übernommen hat oder den Namen der Frau übernommen hat. Beides ist möglich. Und dann kann es sein, dass die Kinder, wenn er jetzt 6 Kinder hatte, hatten vielleicht 3 seinen Namen und 3 den Namen seiner Frau oder 3 den Namen von dem Hof. Also das ist sehr, sehr schwammig. Oder Punkt 9.4, die Namen werden ins Lateinische übersetzt. Das Kirchenlatein fiel ja vorhin schon das Wort, dass es Kirchenlatein gibt. Das Kirchenlatein war eine Modesprache unter den Pastoren. Die haben ja früher sogar in Latein gepredigt. Die fanden das toll, wie heute die Moslems in Arabisch predigen, egal ob das jemand versteht oder nicht. Das ist halt ihre heilige Sprache. Und bei den Pastoren, besonders bei den Katholiken, war das so, dass sie alles dann in Latein gemacht haben. Und die fühlten sich wohl dabei, ne, und haben praktisch ihre Bildung damit gezeigt. Ob das Volk das nun verstanden hat oder nicht, das war denen nicht wichtig. Denen war es auch nicht wichtig, dass die einfachen Leute die heiligen Schriften gelesen haben und durch heilige Schriften gestärkt wurden, sondern das war Sache nur der Priester. Ja, aber das heißt jetzt nicht, also das war jetzt nicht Sache des einzelnen Priesters, sondern das war schon so vorgeschrieben, dass die in Latein gepredigt haben und die Messe gehalten haben. Ja, ist ja noch schlimmer. Ne? Ja, ja, also das war jetzt nicht die Sache von den Einzelnen, sondern das war tatsächlich so vorgeschrieben. Ne? Das war allgemein Usus. Bis zum Konzil 1963. Ne? Und die, jetzt auch die protestantischen Priester. Bei den Protestanten war Latein auch Modesprache. Die haben auch viele lateinische Wörter benutzt. Wir hatten ja vorhin zum Beispiel Kopulation und Defuncti und Sepulti, und das ist ja alles Latein. Und die lateinischen Monate übernommen. Da ist ja viel Latein drin. Ne? Und das haben sie dann manchmal auch mit Familiennamen gemacht. Ne? Schmied ist halt Faber. Oder Maurer ist ein Zementarius. Na? Dann Punkt 9.5. Wenn ein Name nach Übersee marschiert, dann wird dann aus dem Klee im Deutschen halt der C-L-A-Y, Klee, wie Cassius Clay, na, zum Beispiel. Was ich dann so Englisch nenne oder auch Denglisch. So ein bisschen Deutsch-Englisch vermischt, so ähnlich wie das Niederländisch, was ja auch so eine Mischung ist aus Friesisch und ein bisschen Englisch, ne? Und Deutsch auch. Dann 9.6, die Hörvarianten sind enorm vielzählig, weil sie ja früher nur nach Gehör aufgeschrieben haben. Das merkt jeder, wenn er anfängt mit seiner Familienforschung, dass es dann hunderte Versionen von Schreibweisen gibt. Und die Rechtschreibung ist eine Erfindung erst von Duden 1884. Davor gab es sowas nicht. Und 1884 hat sich auch die Rechtschreibung noch nicht durchgesetzt. Also jeder hatte so seine eigene Schule. Was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass früher das Wort Kasse, was wir mit Doppel-S schreiben würden heute, wurde früher dann gedehnt mit HS geschrieben. Und was dann auch ein scharfes S bedeuten kann. Also das, die hatten früher ganz andere Arten und Weisen, an die man sich erst gewöhnen muss. Dann ist es natürlich wichtig, in Datenbanken wegen der verschiedenen Schreibweise benutzen wir bei Ortsfamilienbüchern online oder in Datenbanken von Vereinen, benutzen wir dann meistens Basisnamen. Oder wir müssen einen Querverweis geben, dass man sagt, siehe auch unter dieser und dieser Version. Aber wenn ich ein Ortsfamilienbuch mache, dann arbeite ich mit Basisnamen. Das heißt, ich einige mich auf eine Schreibweise und packe alle Schreibvarianten unter diese einen Schreibweise und gebe die dann nur bei der Person dann als Alternativschreibweise bekannt. Aber nicht in der Datenbank selbst, sonst wäre der Index kaputt. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu Ziffer 9.5.
Das betrifft auch die Vornamen. Also ich habe festgestellt, dass aus dem Heinrich im Deutschen dann in USA Hendrik geworden ist. Ja. Also nicht nur die Familiennamen, auch die Vornamen wurden dann ins Englische übersetzt. Ja, danke, auf jeden Fall. Noch eine kleine Ergänzung zu 9.7, was die Abspeicherung in den Datenbanken sozusagen vom Stammbaum her oder eben auch in der eigenen Genealogie angeht, ist es sicher richtig, dass man sich auf die letztgültige Schreibweise einigt und die verwendet. Sonst wären auch diese ganzen Tools, die viele Programme anbieten, um die Verteilung, die räumliche Verteilung darzulegen, ja nicht funktional. Das Problem ist vielmehr, wenn ich aus den historischen Urkunden die Ortsnamen entziffere und die haben im Prinzip schon vor 1900, spätestens vor 1874, wenn ich jetzt Brandenburger Beispiel nehme, wird woanders nicht anders sein, extreme Abweichungen zu der späteren amtlichen Schreibweise, dann werde ich die nie finden. Das ist das Hauptproblem bei Goff. In Goff kann man historische Ortsnamen im Prinzip nicht finden. Ja, stimmt. Weil es keine Alternativschreibweisen, auch keine Soundex-Suche wie bei Family Search oder ähnlich gibt. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass dort eben nicht alte Schreibweisen hinterlegbar sind. Also daran muss man immer denken. Wenn man alleine an das Problem denkt, dass das K in der Regel früher als C geschrieben wurde, wenn ich an Köpenick zum Beispiel denke, ja? Ja, oder Köln. Ja. Bloß das als Hinweis dazu. Ja, oder halt andere Forscher zu Rate ziehen, die sich in der Gegend halt dann besser auskennen, weil sie mehr Erfahrung haben. Jetzt habe ich mal drei Beispiele für Änderungen des Familiennamens, die ein bisschen krasser sind. Und zwar deshalb krass, weil der erste Buchstabe sich ändert, weil ich suche den Sandmann ja nicht unter Buchstabe A oder U oder I. Das ist also, wurde mir gesagt, das kommt in der Lüneburger Heide vor, dass da jemand Sandmann hieß und früher war Uffensand, also auf dem Sand. Uffensand ist halt das Plattdeutsche. Oder im Sand ist dasselbe mit gemeint. Und später haben sie gesagt, ja, Sandmann. Ne? Der wurde dann Sandmann genannt. Also alles eine Familie oder ein Familienstamm, aber total unterschiedliche Schreibweisen, die einen dann wirklich, wenn man keinen Querverweis kriegt oder keine Erklärung, dann ist man dann aufgeschmissen. Oder bei Carsten, da habe ich diese Form hier in in Niedersachsen, das heißt auch Kassens, Kassen oder Kassens, C und K natürlich, oder Pretorius für Schulze oder Scholz, oder es kann vielleicht auch dann Burmeister haben, hatten wir heute vorhin, ne? Wie Bürgermeister oder Bauermeister. Wobei da meist das keine Umwandlung sein wird, weil das sind Amtsbezeichnungen, die tatsächlich regional verankert sind. In Scholz wird man in Brandenburg nicht finden. Ja. Weil das ist, der Scholz gehört nach Niederschlesien, der Richter gehört nach Sachsen, der Burmeister eben nach Niedersachsen. Ja, und der Schulz ist eben der Dorf Schulze. Er ist eben typisch hier für das Brandenburgische und so sind die regional verankert und man kann auch aus dem Namen, besonders wenn er erst im 19. Jahrhundert hier auftaucht, den Rückschluss ziehen, wo die Familie herkam. Mhm. Jo, vielen Dank. Was ja auch schon gesagt worden ist, die Ortsangaben haben sich geändert. Für die Ostgebiete gibt es dann auch ein extra Buch für geänderte Ortsnamen vom Degner Verlag auch. Oder man kann halt was mir sehr geholfen hat, einfach in der Suchmaschine den Ort eingeben, dass ich den Google oder bei Bing irgendwo eingebe und schreibe das Wort Wiki dahinter. Und dann komme ich in die Wikipedia und da sind oft Orte ausführlich erklärt. Oder halt, dass ich die Online-Orts-Lexika benutze, wie Meyers-Gatz.
www.ehefrau.org, was ich oben schon unter 1.4 erwähnt hatte. Und es gibt auch historische Landkarten bei bkg.bund.de.2. Da habe ich also eine riesige Karte von Brandenburg zum Beispiel. Also die ist ungefähr 1,50 Meter mal 1 Meter ungefähr oder ein bisschen kleiner. Also 1 zu 300.000 oder eine Karte von Schlesien oder von Ostpreußen oder von Pommern, dass man sich solche Karten besorgen kann. Toll sind natürlich auch die Messtischblätter, 1 zu 25.000, weil man da drauf sogar manchmal große Gutshöfe mit Namen vermerkt sehen kann. Und wie gesagt, die Heimatvereine und Topografien sind da sehr hilfreich. Dann ein Punkt, Archive beantworten keine Briefe. Das kann zum Beispiel so sein, will ich mal ein Beispiel geben. In Mecklenburg zum Beispiel haben die Gutsherren immer darauf geachtet, dass sie bei den die Leibeigenen so unter Kontrolle hatten und haben dann auch, die wollten nicht, dass sie in die Nachbarorte, in die Kirchspiele gingen, sondern haben dann praktisch in jedem kleinen Kleckersdorf eine eigene Kapelle gemacht und eine eigene Kirche. Und dadurch gibt es sehr viele Kirchen, die dann später zusammengeschlossen wurden. Manchmal sind Pastoren für 7 Gemeinden zuständig und machen hier mal einen Gottesdienst und da mal einen Gottesdienst. Das heißt, die Pastoren haben heute keine Zeit, irgendwie genealogische Briefe zu beantworten. Das wollte ich damit sagen. Die haben andere Sachen zu tun. Vielleicht, wenn sie Glück haben, haben sie irgendjemanden im Ort, den sie das übertragen, die Aufgabe, der dann die Anfragen beantwortet. Oder sie haben das Glück, dass jetzt Kirchenbücher verdigitalisiert werden oder verfilmt wurden, dass sie dann sagen können, oh, geht in das und das Archiv, wir sind jetzt nicht mehr zuständig, die Kirchenbücher müssen geschützt und bewahrt werden. Deshalb muss man selbst einen Termin machen und dann ins Archiv fahren, wenn es halt keine Möglichkeit gibt. Oder sich einmal an Vorgesetzte wenden, wenn irgendwie es Schwierigkeiten gibt. Kann man auch an Vorgesetzte sich wenden, um dann Rat und Hilfe zu bekommen. Oder halt einen Berufsforscher beauftragen, dass jemand jemand dahin fährt und der vielleicht in der Gegend auch Forschererfahrung hat, dass er einem dann helfen kann, dass man halt Geld dann investiert, um jemand anders damit zu beauftragen, wenn es tatsächlich da zum toten Punkt kommt und es nicht weitergeht. Der Vater ist in Urkunden nicht angegeben. Das hatte ich ja schon mal ein Beispiel gebracht. Jetzt habe ich 5 Punkte gefunden, die mir in den letzten 20, 30, 40 Jahren geholfen haben, hier weiterzukommen. Wenn jetzt die Mutter dafür bezahlt wurde, dass sie den Vater nicht nennt, dann können wir uns tot suchen. Das heißt, manchmal war das so, dass Leute, die vielleicht Personen bestochen haben und dass sie gesagt hat, nee, gib den nicht preis, das ist hier mir zu peinlich und ich zahle dich dafür aus, fertig. Dann ist es auch nirgendwo vermerkt. Aber das ist auch mehr ein Ausnahmefall. Es kann sein, dass die Geburtsurkunde den leiblichen Vater nicht hergibt, aber die Abstammungsurkunde. Das heißt, als Laie muss ich wissen, dass es neben der Geburtsurkunde im Standesamt auch eine Abstammungsurkunde gibt, die den biologischen Vater nennt. Und die muss man dann halt anfordern. Ein normaler Durchschnittsmensch weiß das nicht. Der kennt diesen Ausdruck Abstammungsurkunde überhaupt nicht. Dann Punkt 2 ist, im Standesamt gibt es auch Sammelakten, gerade jetzt, wenn es jetzt vielleicht uneheliche Sachen gibt oder auch bei Heiraten, nicht nur bei Geburten, auch bei Heiraten, kann es Sammelakten geben. Die Sammelakte enthält allen Briefverkehr, der mit dieser Urkunde irgendwie zu tun hat oder mit diesem Fall. Und die Sammelakten sind manchmal aufbewahrt, manchmal aber auch vernichtet, weil sie nicht so viel Material von früher dann aufheben können. Aber es ist immer wichtig, vielleicht danach zu fragen,
weil Sammelakte ist etwas, was, was auch im Allgemeinen nicht, nicht bekannt ist unter den normalen, normalen Durchschnittsbürgern. Dann Punkt 3, Gerichtsakten und Vormundschaftsunterlagen, die liegen in einem Stadtarchiv, in einem Kreisarchiv oder in einem Staatsarchiv. Dort kann man auch Nachforschungen machen, wenn es sich um uneheliche Geburten handelt und der Vater gesucht wird. Dann viertens, Alternativquellen als als Originale einsehen. Das hatten wir schon besprochen, die Alternativquellen, die es so gibt. Wie jetzt, dass ich nicht nur die Geburtsurkunde habe, jetzt in der standesamtlichen Zeit, sondern ich bemühe mich dann auch, die Taufurkunde zu bekommen. Vielleicht hat der Pastor einfach mehr rausgekriegt und hat dann oder nachträglich noch notiert, als Vater hatte sich bekannt, Herr so und so. Ne? Oder das Zivilstandsregister. Ne, wenn es bei der Kirche nicht steht, dass ich versuche, das Zivilstandsregister einzuschauen, wenn es das gibt in der Zeit. Also Alternativquellen können auch helfen oder man soll die auf jeden Fall durchsuchen und auch den Originaleintrag sich benutzen, ehe man diese Suche aufgibt. Es kann auch sein, dass ich im Heiratsregister ein paar Jahre nach der Geburt des Kindes suche und dass dann plötzlich dass Vater und Mutter dann vielleicht später geheiratet haben, 1-2 Jahre später, dass praktisch die Geburt dann, die uneheliche Geburt, wurde legitimiert durch spätere Heirat. Das ist natürlich auch toll, wenn man sowas findet. Dann ist man wieder fein raus. Darf ich noch mal einmal ganz kurz zwischendurch was sagen zu dem Punkt vorhin 12, und zwar mit der Abstammungsurkunde und der Geburtsurkunde. Die Abstammungsurkunde erhielten, oder zumindest kenne ich es so, meistens die unehelichen Kinder. Eine Geburtsurkunde die ehelichen Kinder. Und auf der Abstammungsurkunde steht normalerweise auch der Vater nicht drauf bei unehelichen Kindern, nur wenn die Mutter darauf besteht, dass der Vater eingetragen wird. Also so kenne ich es nur. War bei mir selber auch der Fall. Ja, hätte das wird ich nicht natürlich auch von Gegend zu Gegend verschieden sein. Also das ist jetzt Nordrhein-Westfalen, wo ich das sagen kann. Ja, also gut. Da, mein Sohn ist auch unehelich geboren. Der hat nur eine Abstammungsurkunde bekommen, keine Geburtsurkunde. Und ich musste erst warten, bis die Vaterschaft von seinem Vater offiziell anerkannt war, bestätigt wurde, weil wir nicht verheiratet waren. Und damit konnte ich dann zum Standesamt gehen und der Standesbeamte sagte, muss doch nicht. Aber ich habe gesagt, doch, ich möchte gerne, dass der Vater eingetragen wird, was sich im Nachhinein als Vorteil für uns herausgestellt hat. Aber wie gesagt, also in der Abstammungsurkunde, der Vater steht nur drin, wenn die Mutter dann drauf besteht oder der Vater drauf besteht, dass er eingetragen wird. Sehr gut, vielen Dank. Ich habe es aber schon gehabt, dass Leute Geburtsurkunden besitzen, aber keine Abstammungsurkunden, obwohl sie unehelich geboren waren. Das ist also von Standesamt zu Standesamt dann doch unterschiedlich gehandhabt wird. Ne? Und auch von Zeit zu Zeit. Dass Sie sprechen jetzt von der Jetztzeit. Wir befassen uns natürlich mehr mit vielleicht zwei Generationen weiter zurück. Das kann natürlich auch sein, dass es daran liegt. Ja, das nehme ich stark an. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ja, bitte. Also wenn die Quellen verlagert sind, Punkt 13, wenn jetzt Archive oder Webseiten umziehen oder wenn Datenbanken aufgekauft werden und in andere Datenbanken so hineinfließen, ich kenne das zum Beispiel von WikiTree, hat jetzt MyHeritage aufgekauft oder es ist damit zusammengeschlossen. Oder verwandt.de ist auch bei MyHeritage. In genealogischen Zeitschriften steht so etwas. Also wenn man im Verein für Computergenealogie ist, das ist ja so eine Dachorganisation mit ungefähr 4.000 Mitgliedern, glaube ich, für ganz Deutschland. Da hat man die Fachzeitschriften oder auch Familie und Geschichte für die Ostgebiete. Dann erfährt man natürlich auch viel Neues. Das ist also auch sehr hilfreich.
Oder ich muss im Netz dann einfach neu eingeben und neu suchen, wenn jetzt eine Webseite nicht mehr gültig ist, dass ich dann unter neuen Varianten suche. Oder in einer offenen Mailingliste nachfrage, dass andere Leute mir helfen können, die schon Erfahrung damit haben. Wo ist jetzt die Heimatortskartei zum Beispiel? Wo ist die hin? Wo ist die hin verschwunden? Die Heimatortskartei war eine große Hilfe, um Vertriebene zu finden und deren Familienangehörige, weil da sehr viel gespeichert ist. Sogar kann man dann auch noch lebende Personen finden. Und die ist dann öfters umgezogen zu verschiedenen Organisationen. Oder im GenWiki halt nachschauen. Das ist immer eine sehr große Hilfe. Das ist unter genealogienetz.de oder compgen. Welche Fachleute können mir helfen? Wir haben jetzt noch vier Punkte zu besprechen. Dann sind wir durch. Die Vereine für Familiengeschichte. Da gibt es den Dachverband für die genealogischen Vereine in Deutschland. Da gibt es auch einen Index dazu, auch ein Heft. Also es gibt, ich schätze mal, so ungefähr an die 100 genealogische Vereine in Deutschland. Für jedes Gebiet gibt es mehrere Vereine auch, manchmal auch nur für eine kleine Kreisstadt oder ein Verein vielleicht auch nur für einen Ort. Das kann auch sein oder halt für ein Gebiet. Viele haben sich selbst veröffentlicht mit ihrer Homepage unter dem Stichwort Vereine bei CompGen, also beim Verein für Computergenealogie, oder haben ihre eigene Homepage. Dann gibt man einfach ein genealogische Gesellschaft oder Verein für Familiengeschichte und dann meinetwegen Brandenburg oder Oberlausitz oder Böhmen oder was auch immer, ne? Dann die Fachleute in den Heimatvereinen, habe ich schon öfters angesprochen, die sind sehr wichtig. Die Mailinglisten, wiederhole ich mich auch. Es gibt auch Foren oder Mailinglisten nur für bestimmte Familiennamen oder für bestimmte Provinzen und Gegenden. Also es gibt bestimmt so an die 50 bis 100.000 verschiedene Mailinglisten. Also Genealogie ist bei E-Mail eigentlich die führende Verbrauchersparte, will ich mal sagen. Oder ich kann einen Artikel in einer Zeitung veröffentlichen und kann auch natürlich vielleicht sogar eine Anzeige irgendwo machen oder Berufsforscher beauftragen. Das sind ja auch Fachleute. Negative Gerüchte überwinden, das ist auch sehr schwierig, gerade für Leute, die aus den Ostgebieten vertrieben wurden, wo denen eingeredet wurde, es wäre alles verbrannt oder es gäbe nichts mehr. Man muss der Sache genau auf den Grund gehen und muss sich von Fachleuten beraten lassen und nicht von Gerüchten aus der Verwandtschaft. Ne? Das geht nicht. Das ist logisch, dass man dann schnell zum toten Punkt kommt. Den Forschungsstand unter Kurzbiografie zum Beispiel bei Family Search dokumentieren, dass ich also was aufschreibe unter Kurzbiografie zu der speziellen Person, was ich durchsucht habe, was ich schon erforscht habe. Das kann sehr wichtig sein. Und wenn ich jetzt zu einem genealogischen Verein gehe und einen Fachmann frage, ist es auch wichtig, dass ich vielleicht einen Familiengruppenbogen ausgefüllt mit habe oder eine Ahntafel und dann genau alle Einzelheiten über die Kinder und die Eltern aufgeschrieben habe, die ich weiß. Und dass ich die dem schriftlich vorlege, dass er sich das anschauen kann und dass man sowas nicht nur mündlich macht. Wir sollten auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken, weil immer mehr Sachen gefunden werden. Es wurden schon, hat mir der Pommerscher Verein gesagt, Kirchenbücher in Polen gefunden auf Flohmärkten. Also das Motto heißt für uns Fachleute kontra Gerüchte. Das ist mal ein paar Bücher auf einem Flohmarkt. Also die Quellenlage wird eigentlich zurzeit immer besser und vollständiger und man kann immer mehr Hoffnung haben auf die Zukunft, dass man immer mehr finden wird und nicht immer weniger. Das finde ich super. Dann Punkt 16,
Geld für Bücher, beauftragte Forschergebühren bei Ämtern oder für Forschungsreisen. Ich mache so gerne den Vergleich mit dem Angler. Wenn ich im Anglerverein bin, zahle ich meine Jahresgebühr. Ich muss dann bestimmte Routen haben, also Werkzeug, womit ich gut angeln kann, und muss eine Prüfung ablegen, muss dann Literatur haben, um mich auf die Prüfung vorzubereiten. Also man braucht da einiges an Material, und so ist es halt auch für Ahnenforscher. Ne, dass ich mal, wenn ich, ich muss dann auch sagen, okay, ich bin da auch in einem Verein und habe auch ein Ziel und brauche dafür auch Geld für Forschungsreisen, dass man einfach Geld auch zurücklegt und spart für ein bestimmtes Projekt, was man hat. Wenn ich jetzt weiß, in einem bestimmten Ort sind die Kirchenbücher nicht digitalisiert und nicht online einzuschauen, ich muss in das Archiv fahren, auch wenn ich dann weiterfahren muss, dann muss ich dann halt mal Geld zurechtlegen und was sparen. Oder was toll ist, Punkt zwei, wenn ich mit anderen Verwandten die Kosten teile. Also sagen wir mal, ich verabrede mich mit meinem Bruder oder meiner Schwester und sage, okay, du forschst diese Linie und ich nehme diese Linie. Ich nehme die mütterlichen Vorfahren und du die väterlichen. Und dann teilen wir uns halt die Kosten und die ganze Gebühr, ne? Das ist also auch eine gute Idee, in der Verwandtschaft jemanden zu finden. Es muss jetzt nicht Bruder oder Schwester sein, aber es kann auch irgendwie ein Cousin sein, mit dem man sich dann die Kosten teilt, indem man sagt, ich spezialisiere mich auf den Zweig und nachher tauschen wir uns aus. Oder drittens, ich lasse mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten einfach mal einen Gutschein für bestimmte Forscherausgaben schenken. Oder dass ich mir die Bücher kaufe, die, ich glaube, Christian war das vorhin, gezeigt hat, die ich jetzt für Brandenburg brauche, die bestimmten Ortslexika. Ne? Oder man leiht sich Bücher aus und ich muss halt, wenn ich mein Geld einteile, muss ich mir, was sind mir meine Vorfahren wert, meine Werteskala gut überlegen. Ne? Und wenn ich da zu neuen Erkenntnissen komme und Zielen und vielleicht ein gutes Ziel habe und sehe, ach ja, das ist erfolgversprechend, dann wird man auch bereit sein, Geld dafür zu investieren. Dann also ein paar Mäuse hat jeder. Das ist jetzt mal ein neuer Spruch. In der Mitte ist tatsächlich eine kleine Maus. Die ist original. Dann geerbte Unterlagen kann ich teilweise nicht entziffern oder ich weiß nicht, sie einzuordnen. Das kann auch ein Problem sein, dass ich jetzt einen Nachlass bekomme und ich komme damit alleine einfach nicht klar. Das Erste, was man lernen muss, ist das Ahnenziffersystem, dass ich ich bin der Starter mit Nummer 1 oder eins meiner Kinder ist Nummer 1. Und dann sind die Eltern immer, der Vater immer das Doppelte und die Mutter das Doppelte plus eins. Und dass man sich fortlaufend durchnummeriert nach Kekule, das ist schon ein bewährtes, weltweites, wichtiges System. Und dass man sich keine eigenen Systeme da ausdenkt, sondern das einfache, schlichte, gut bewährte einfach übernimmt und sich dann durch die Unterlagen durchhangelt. Erstmal eine Ahnentafel aufstellt, oder Punkt 3, die einzelne Person in den Familienstammbaum eingibt. Also ich helfe ja sehr vielen Anfängern auch bei der Familiengeschichte, auch bei uns in der Kirche mache ich das so, also auch ehrenamtlich. Und ich bringe denen jetzt gar nicht mehr bei ein Genealogieprogramm, zum Beispiel wie Genprofil oder Family Tree Maker oder TNG oder etwas Ähnliches. Wäre natürlich toll, wenn das jemand kann. Aber ich starte mit denen gleich mit dem Familienstammbaum, dass sie ihre Unterlagen da eingeben und dann können praktisch der Familienstammbaum bei Family Search ist das so, ist so eine Art World Family Tree, also das Ziel ist, einen Weltfamilienstammbaum zu erstellen und jeder Verwandte kann dann seine Ergänzungen dazugeben und dass man so einen gemeinsamen Stammbaum hat und dass man auch der Familienstammbaum wurde gegründet von Family Search, weil ich glaube so um 2010 herum, weil es so viele Klagen gab, dass der internationale Genealogieindex, der IGI, dass der zu viele Fehler hat und zu viele Doppelte. Ich sehe das auch, wenn ich in MyHeritage manchmal forsche, dass da Personen 4-, 5-fach oder 10-fach zu finden sind, immer Doppelte, Doppelte, Doppelte.
Und das versucht der Familienstammbaum zu vermeiden. Da kann man Doppelte zusammenmatchen und kann auch im Familienstammbaum kann man auch Fehler berichtigen. Und dann die Texte, hoppla, die Texte und Urkunden sollte ich halt so übersetzen, so gut ich es selber kann, und dann die Lücken freilassen und dann mich von Freunden oder Fachmännern mir helfen lassen. Da gibt es dann auch sogar, wie gesagt, in Facebook und in anderen Mailinglisten kostenlose Hilfe wird auch angeboten in den Vereinen. Dann habe ich eine Lesehilfe, so eine Art Kursus, den man machen kann. Das ist für Deutsch, jetzt für deutsche alte Schriften von der BYU in Amerika. Da übt man einzelne Wörter und die kann dann überprüfen, ob die Lösung richtig ist, und später auch Sätze. Also man kann so praktisch so eine Art Online-Kursus kostenlos machen. Auch für andere Sprachen. Jetzt für Schwedisch ist da mit drin und Spanisch und also nicht nur deutsche Schriften. Script.byu.edu, also Edu für Education, Bildung. Dann die Zeit. Manche Leute sagen ja auch, oh, ich habe überhaupt keine Zeit dafür und hierfür. Das ist schon richtig, dass manche Leute mehr Zeit haben, wie ich zum Beispiel als Rentner, und andere Leute weniger Zeit. Aber es ist schon wichtig, wie ich meine Zeit einteile. Das heißt, ich kann ein bestimmtes Zeitmanagement mir überlegen, dass ich mir einen bestimmten Tag vielleicht im Monat nehme, wo ich, wenn ich nicht viel Zeit habe, einfach einen Tag festlege, den ich für die Familiengeschichte benutze. Und oder, wie gesagt, ich teile mir die Zeit auf, indem ich Geschwister oder andere Verwandte bitte, nach Vorfahren zu forschen, die ich jetzt nicht erforschen kann, dass wir uns praktisch aufteilen, die Linien, wie ich das schon erwähnt habe, väterlich oder mütterlicherseits, oder die vier Großeltern aufteilen auf vier Leute in der Familie. Das wäre doch toll. Ich bin bereit, für meine Vorfahren und meinen Verein auf Opfer zu bringen. Also die Vereine brauchen auch ständig Leute, die helfen, wieder Datenbanken zu ergänzen oder zu erstellen. Und da wäre es auch gut, wenn man ein bisschen Zeit für die abzweigt. Oder viertens, ich bekomme Ansporn auch durch Partner, wie Ehepartner oder entfernte Verwandte. Manchmal ist es so, ich kenne das von den Volkshochschulkursen, wenn Leute zu mir kommen: oh jo, da hat mich irgendein entfernter Cousin, den ich gar nicht kannte, aus den USA angerufen und hat mich nach meinen Vorfahren befragt. Und dann fing ich an, mich da plötzlich für zu interessieren. Und plötzlich, weil ich dann Interesse hatte, hatte ich dann auch mehr Zeit dafür. Also das Interesse ist auch was wichtiger ist als die Zeit. Je größer das Interesse, desto mehr Zeit nehme ich natürlich auch dafür. Oder ich helfe beim Indexieren. Dadurch kann ich halt, wenn man Kirchenbücher oder Standesamtsunterlagen indexiert und abschreibt und alphabetische Register fürs Internet erstellt, dadurch kann man sehr viel lernen und kann auch täglich so ein bisschen Zeit für Familiengeschichte einplanen. So, auf dem Bild stürmt es etwas, so der Wind kommt etwas, aber der Regenbogen ist da, das heißt, die Sonne scheint immer noch. Und es gibt doch viele Möglichkeiten, tote Punkte zu überwinden. Das war's bei mir. Ja, jetzt herzlichen Dank. Kommen wir noch vielleicht zu, jetzt ist es 8:10, falls jemand noch eine wichtige Frage auf dem Herzen hat. Ich bin noch frisch. Nicht nur Fritz, sondern noch frisch. Aber für Sie ist es natürlich schwieriger, weil Sie die ganze Zeit mehr zuhören mussten. Man kann die Fragen auch gern in den Chat reinschreiben, wenn ihr euch nicht unbedingt
so melden wollt, das ist auch kein Problem. Ja, ich gucke da noch mal im Chat nach. Oh ja, sehr gut. Gemeindeverzeichnis von Brandenburg von 1805. Sind alle sprachlos. Es waren so viele Informationen. Ich habe meine Hand gehoben, aber dann darf man so wahrscheinlich so sprechen. Sie müssen einfach nur sprechen. Ja, gut. Genau. Und zwar habe ich noch einen Hinweis zu Family Search und dem Stammbaum, der da eingegeben wird. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja der Weltenstammbaum. Ja. Da kann jeder dann reingeben. Wenn ich meine Daten richtig eingegeben habe und irgendeiner hat andere Daten und sagt, meine Daten sind falsch, dann kann er die ändern, obwohl ich die richtigen Daten habe, an Urkunden nachgewiesen. Vielleicht ein kleiner Hinweis dazu, dass es bei Family Search ja zwei verschiedene Arten von Stammbäumen gibt. Einmal halt den Weltenstammbaum und einmal, dass man seine eigene Genealogie als GetCom hochladen kann und dann kann man nur selber da drin arbeiten. Den kann man zwar auch zur Verfügung stellen, dass jeder den sehen kann, aber dann kann da nicht jeder drin, ich sag mal, rumfuschen. Dann weiß ich, dass ich ja einen gesicherten Stammbaum habe, aber ich kann den ja auch zeitgleich nochmal hochladen und mit dem Weltenbaum verknüpfen. Ja, also ich habe an die 9000 Namen bei Family Search eingegeben. Ich habe es noch nie gehabt, dass jemand da was verändert hat, was mich irgendwie verärgert hätte. Aber wenn das der Fall ist, kann man so eine Person auch sperren lassen. Dann können Sie bei Family Search das melden, wenn jemand da irgendwie was macht, was nicht okay ist. Oder Sie können, man kann da auch aufs Forum gehen und dann mit die Person, die das gemacht hat, der kann man eine Nachricht schicken und kann mit der, sich selber erstmal unterhalten und besprechen und kann der sagen, ich habe aber die und die Quelle. Und die Quellen kann man ja auch hinterlegen. Man kann beim Familienstammbaum Dokumente hinterlegen, Fotos und Audiodateien. Ja, mein Hinweis war jetzt nur, deswegen, ja, weil ich bin sehr viel bei Facebook unterwegs und Facebook ist auch noch eine sehr, sehr wichtige Quelle in Bezug auf Ahnenforschung, Hilfe oder auch Fragestellungen, weil es gibt ja auch Gruppen speziell für besondere für Gebiete, wo man nachfragen kann, wo auch Leute drin sind, die sehr viel Wissen dafür haben. Und da kriege ich natürlich auch ganz viel mit, wie viele Leute über den Stammbaum beim Family Search am Meckern sind, aha, weil da eben halt andere Leute drin rumfuschen können, ja, oder ändern können und so, ja, weiter. Und auch von ganz vielen habe ich schon gehört, die haben ihren Baum bei Family Search wieder gelöscht oder alle Daten rausgenommen, weil eben Daten geändert wurden. Und das ist, weil die Leute nicht wissen, dass es da zwei verschiedene Bäume gibt. Ja, genau. Und da sollte man immer ganz drauf hinweisen. Ja, das andere wäre dann halt unter Genealogien zu speichern. Richtig. Richtig. Und da kann man dann selber nur drin arbeiten. Und eben, wenn man seine Daten mit dem Weltenstammbaum verknüpft, da kann eben jeder drin machen, ja, drin, genau, arbeiten. Mhm. Und es gibt natürlich immer wieder einige, wo unterschiedliche Daten vorhanden sind. Und jeder ist ja dann der Meinung, auch wenn der eine die Urkunden hat, dass seine Daten richtig sind. Oder es kann auch sein, dass die sind irgendwo hinausgewandert oder umgezogen und haben dann da nur Geburts- oder Heirats- oder Sterbeurkunden und wussten die genauen Daten und Orte nicht mehr. Aber der andere hat eben halt die Geburtsurkunde. Und dann geht auch so hin und her, dass immer geändert wird, aber ich habe die Sterbeurkunde, da steht der Geburtsort so drin, ich habe die Geburtsurkunde, da steht der Ort so drin. Ja, die Geburtsurkunde ist natürlich in dem Fall die wichtigere Primärquelle. Richtig, aber bringen Sie das mal jemandem bei, der nur die Sterbeurkunde hat und sagt, aber in meiner Sterbeurkunde steht der Geburtsort ja auch genau drin. Obwohl dann nicht ich. Dann würde ich sowas einfach unter Kurzbiografie erklären, dass in der Sterbeurkunde der und der Hinweis ist und in der Geburtsurkunde der und der Hinweis. Dann könnte man sich drauf einigen. Sollte man sich einigen. Ne? Ja, wie gesagt, also das war jetzt nur eben mein Hinweis oder Einwurf, weil ich das in letzter Zeit verstärkt mitbekommen habe, dass wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben, dass eben halt in den Stammbäumen von anderen mit rumgearbeitet wird. Ja, was meinen Sie, wie ein Amerikaner sich freut, der Germany als Geburtsort hat, wenn irgendein Forscher
den Geburtsort verifizieren kann. Und er schreibt dann, was weiß ich, Oberneuland-Bremen rein. Ne? Und dann kann er dann weiterforschen. Sonst wäre sein toter Punkt schon bei Germany. Ja, natürlich. Das verstehe ich alles und freue mich ja auch immer über jeden Hinweis. Jo, vielen Dank für den Beitrag. Vielleicht dazu. Regina, darf ich noch was dazu sagen? Hier ist Frank Sievers. Regina, du hast die Möglichkeiten, wenn einzelne Personen immer wieder in deinem Stammbaum rumfuschen, das siehst du ja, dann kannst du die meines Wissens bei Family Search melden, dann werden die gesperrt. Ja, genau. Das hat der Fritsche gerade gesagt, Heinrich. Ja, das weiß ich. Ja, nee, das kann man unterbinden. Wir haben ja sowas auch schon gehabt. Ne? Ja. Es gibt da auch eine kostenlose Telefonnummer, wo man anrufen kann zwischen 9 und 17 Uhr von Montag bis Freitag. Ne, unter Hilfe kann man die bekommen, wenn man bei Family Search auf Hilfe klickt. Habe ich auch schon gemacht, ja.